Stell dir vor, das Jahr 2024 ohne Armut zu beginnen und einen beispiellosen finanziellen Wohlstand zu umarmen. Mit der Verheißung aus Jeremia 29, 11 als unserem Kompass wollen wir gemeinsam dieses kraftvolle Gebet starten und die göttlichen Geheimnisse für einen Überfluss entdecken, der deine wirtschaftliche Realität verändern wird. Bist du bereit für diese Wende in deinem finanziellen Leben? Deine Reise zum Wohlstand beginnt jetzt. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir versammeln uns an diesem Tag mit Herzen voller Hoffnung und Erwartung, auf der Suche nach göttlicher Weisheit für finanziellen Wohlstand im kommenden Jahr 2024. Wir leben in einer Zeit, in der finanzielle Sorgen oft auf uns lasten, aber es ist entscheidend, uns daran zu erinnern, dass unser unerschütterlicher Glaube und Vertrauen in Gott der Schlüssel sind, um diese Hindernisse zu überwinden. Unser Ziel, heute im Gebet vereint zu sein, ist es, um Gottes Führung und Einsicht zu bitten, um ein gesegnetes und prosperierendes finanzielles Leben zu erreichen, das mit seinem göttlichen Willen und seinen prächtigen Plänen für unser Leben in Einklang steht. Jetzt bitte ich euch, eure Herzen und Stimmen mit mir zu vereinen in dieser Verkündigung des Wortes Gottes. Lasst die Wahrheit dieser heiligen Passage in unseren Seelen widerhallen und bereitet unsere Herzen für das Gebet vor, das kommen wird. Lasst uns gemeinsam diesen inspirierten Abschnitt lesen, erlaubt ihm, unseren Weg zu erhellen und unseren Glauben zu stärken, und dann lasst uns gemeinsam beten. Die Bibel sagt in Jeremia Kapitel 29, Vers 11: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Diese Verheißung, entnommen aus den Worten Gottes an Jeremia, dient als starke und tröstliche Erinnerung daran, dass Gott sorgfältig entworfene Pläne für unser Wohl und Wohlergehen hat. Diese göttliche Zusicherung überschreitet den spirituellen Bereich und erstreckt sich auf alle Aspekte unseres Lebens, einschließlich unserer finanziellen Gesundheit. Sie garantiert uns, dass Gottes Fürsorge sich nicht nur auf das Spirituelle beschränkt, sondern sich auf alle unsere Bedürfnisse und Wünsche erstreckt, einschließlich der finanziellen. Herr, wir versammeln uns vor dir, erfüllt mit Dankbarkeit und Demut, um deine Führung in der Verwaltung unserer Finanzen zu suchen. Im Bewusstsein, dass alle Segnungen von dir kommen, streben wir danach, weise und treue Verwalter der Ressourcen zu sein, die du uns anvertraut hast. Wir bitten um deine Weisheit, um unsere Ressourcen so zu verwalten, dass sie deinen Namen ehren und deine Gerechtigkeit und Integrität in jeder finanziellen Handlung widerspiegeln. Wir erkennen die Bedeutung von Großzügigkeit und geben an, wie es in deinem Wort gelehrt wird. Inspiriere uns zu offenen, großzügigen Herzen, immer bereit, mit den Bedürftigen zu teilen. Möge unsere Großzügigkeit ein Spiegelbild deiner Liebe und Güte sein und vielfache Segnungen für uns und andere bringen. Herr, leite uns in unseren Geschäften und finanziellen Entscheidungen. Möge die göttliche Weisheit jede Wahl, jede Investition, jeden Plan lenken. Möge unser Verhalten im Geschäft von Umsicht und Innovation geprägt sein, immer auf deine Führung und Segen bedacht. Segne, o Gott, unsere Arbeit und Anstrengungen. Möge unsere Arbeit produktiv sein und als ein Kanal dienen, um andere zu segnen und zum Fortschritt deines Reiches beizutragen. Jede Aufgabe, jedes Projekt möge eine Gelegenheit sein, anderen zu dienen und deinen Namen zu verherrlichen. Erinnere uns, Vater, daran, dass der wahre Reichtum in der Fülle des Geistes liegt und nicht nur in materiellem Besitz. Hilf uns, zuerst dein Reich und deine Gerechtigkeit zu suchen, in dem Vertrauen, dass uns dann alle anderen Dinge hinzugefügt werden. Möge unsere Suche nach finanziellem Wohlstand mit deinen Werten und Absichten übereinstimmen.
Dieses Gebet ist nur der Anfang unserer Reise in ein wohlhabendes und gesegnetes 2024. Ich lade dich ein, im Gebet und in der Reflexion zu bleiben und die Weisheit Gottes in allen deinen finanziellen Entscheidungen zu suchen. Und wenn diese Worte in deinem Herzen widerhallen, ermutige ich dich, deine Antwort zu teilen, indem du Amen in den Kommentaren verkündest, als Zeichen deines Glaubens und deiner Hingabe an diesen Weg finanzieller Segnungen unter göttlicher Führung. Himmlischer Vater, in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen wir dein Angesicht, vertrauend auf deine Vorsehung und Treue. Erinnere uns an deine großzügige Hand, die uns immer getragen hat, besonders in schwierigen Zeiten. Stärke unseren Glauben inmitten finanzieller Stürme, indem du unsere Augen fest auf dich richtest, den Gott, der reichlich für seine Kinder sorgt. Herr, wir bitten um deinen Schutz vor der Falle von Gier und Materialismus. Mögen unsere Herzen in dir verankert sein und nicht in den vorübergehenden Reichtümern dieser Welt. Bewahre uns vor dem übermäßigen Verlangen nach materiellem Besitz, damit wir nicht vom wahren Schatz abweichen, der in Christus gefunden wird. Wir erinnern uns an die Geschichte von Josef, einem Vorbild für Glauben, Integrität und finanzielle Weisheit. Selbst in Zeiten der Knappheit vertraute er auf dich, verwaltete die Ressourcen mit Klugheit und brachte Wohlstand und Segen für viele. Inspiriere uns, seinem Beispiel zu folgen, und wende diese Prinzipien von Glauben und Weisheit in unserem Finanzmanagement an. Wir vereinen unsere Stimmen im Gebet und bitten um deinen Segen für jedes Projekt und Unternehmen derer, die sich uns in diesem Gebet anschließen. Mögen ihre Bemühungen und Arbeiten Früchte tragen, deinen Zweck widerspiegeln und als eine Quelle des Segens für andere dienen. Möge jede Initiative von deiner Gegenwart geprägt und von deiner Hand geleitet sein. Vater, mögen unsere Finanzen Instrumente deines Willens sein, verwendet, um andere zu segnen und die Liebe und Barmherzigkeit zu zeigen, die uns Jesus gezeigt hat. Möge die Großzügigkeit aus unseren Herzen fließen und Leben auf Weisen berühren, die nur du bewirken kannst. Leite uns, Gott, in unserem Geben, besonders in Zehnten und Opfern. Möge unser Beitrag eine Handlung der Freude und Dankbarkeit sein, ein Ausdruck der Anbetung und Anerkennung deiner Herrschaft über alles. Und wenn du Weisheit und Führung für deine Finanzen suchst, zögere nicht, dein Gebetsanliegen zu teilen. Als eine in Christus vereinte Gemeinschaft sind wir hier, um uns gegenseitig im Gebet zu unterstützen, im Vertrauen darauf, dass Gott uns zu einem gesegneten und prosperierenden finanziellen Leben führen wird. Himmlischer Vater, verleihe uns die Weisheit, zwischen unseren wirklichen Bedürfnissen und den flüchtigen Wünschen zu unterscheiden. Lehre uns, mit Zufriedenheit zu leben, indem wir die zahlreichen Segnungen anerkennen und danken, die wir bereits aus deinen Händen empfangen haben. Mögen wir ein zufriedenes Herz kultivieren, das schätzt, was wirklich wichtig ist, und nicht in die Falle des rücksichtslosen Konsums gerät. Herr, hilf uns zu erkennen, dass wahre Reichtümer und Wohlstand von dir kommen. Möge unser Vertrauen und unsere Hoffnung fest in dir verankert sein und nicht in den Unsicherheiten weltlicher Reichtümer. Mögen unsere Herzen auf ewige Reichtümer gerichtet sein und sich nicht von den vergänglichen Verlockungen dieser Welt täuschen lassen. Gott der Liebe, leite uns in der weisen und großzügigen Nutzung der finanziellen Ressourcen, die du uns anvertraut hast. Mögen wir Spiegel deiner Liebe in dieser Welt sein, indem wir unsere Finanzen auf Weisen nutzen, die dein Wort und deine Liebe fördern. Möge unser finanzielles Leben ein Zeugnis von deinem Charakter und deiner Großzügigkeit sein. Wir danken dir, Herr, für jede Arbeitsgelegenheit und für jede offene Tür. Lass uns deine Hand in jedem Segen erkennen und diese Gaben nicht nur zu unserem Vorteil nutzen, sondern auch, um anderen zu nützen und deinen Namen zu verherrlichen.
In Zeiten finanzieller Herausforderungen klammern wir uns an dein Versprechen in Philipper 4,19, vertrauend darauf, dass du all unsere Bedürfnisse gemäß deinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllen wirst. Möge uns dieses Versprechen Trost und Hoffnung bringen und uns an deine treue und ständige Fürsorge erinnern. Wir bitten dich, Vater, uns von jeglichen Schulden oder finanziellen Belastungen zu befreien, die uns bedrücken könnten. Möge uns Freiheit und Frieden in unseren Finanzen finden lassen, indem wir unsere Ressourcen weise und verantwortungsbewusst verwalten und immer auf deine Vorsehung und Fürsorge vertrauen. Ich lade alle dazu ein, über den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen nachzudenken und Gottes Führung für ein ausgewogenes finanzielles Leben zu suchen. Wenn du Gottes Weisheit für deine Finanzen wünschst, teile im Kommentar "Leite mich, Herr". Möge dies ein Versprechen sein, Gottes Führung in allen finanziellen Entscheidungen zu suchen. Allmächtiger Gott, im Streben nach deiner göttlichen Weisheit treten wir mit dem Wunsch an dich heran, zu lernen, wie wir klug und verantwortungsbewusst sparen und investieren können. Gewähre uns Einsicht, um finanzielle Entscheidungen zu treffen, die nicht nur der Gegenwart zugutekommen, sondern auch entscheidend sind, um eine solide Zukunft und ein ehrenhaftes Erbe aufzubauen. Leite uns, Herr, bei jeder finanziellen Wahl, damit wir Verschwendung vermeiden und das Wachstum fördern, das deinen Prinzipien Ehre macht. Himmlischer Vater, wir bitten um deinen reichlichen Segen für jeden, der sich uns in diesem Gebet anschließt. Mögen sie die Auswirkungen deiner Großzügigkeit und Fürsorge in ihren finanziellen Angelegenheiten spüren, Zeugen deiner Güte und Treue werden. Möge deine Versorgung eine sichtbare Manifestation deiner Gnade und Liebe sein. Herr, hilf uns, lebendige Beispiele für deine Güte und Versorgung zu sein. Mögen die Segnungen, die wir von dir erhalten, großzügig mit anderen geteilt werden, deine Liebe und Großzügigkeit in jeder Handlung reflektierend. Möge unser finanzielles Leben ein Kanal für deine Gnade sein und die Menschen um uns herum ermutigen und inspirieren. Wir erinnern uns, Gott, daran, dass der wahre Reichtum nicht in der Anhäufung materieller Güter liegt, sondern darin, dich zu kennen und eine kontinuierliche Beziehung zu dir zu pflegen. Möge unser tiefstes Verlangen immer nach deiner Gegenwart und der Erfüllung deines Willens in unserem Leben sein, und in dir finden wir unseren größten Schatz. Vater, in diesem Gebet erheben wir besonders diejenigen, die finanzielle Herausforderungen gegenüberstehen. Mögen sie Trost, Hoffnung und Versorgung in dir finden. Mögen ihre finanziellen Schwierigkeiten sich in Gelegenheiten verwandeln, deine Treue und Fürsorge zu erleben. Wenn du finanzielle Herausforderungen gegenüberstehst und Gebetsunterstützung wünschst, ermutige ich dich, dein Anliegen in den Kommentaren zu teilen. Als Glaubensgemeinschaft sind wir hier, um einander zu unterstützen und bringen unsere Sorgen und Freuden im Gebet zum Herrn. Himmlischer Vater, wir setzen unseren Glauben auf dich als das Fundament unserer finanziellen Sicherheit, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Möge unser Vertrauen in dich nicht wanken, sondern unerschütterlich bleiben, bewusst, dass deine Versorgung und Fürsorge in allen Umständen konstant sind. Gott, wir beten darum, dass der finanzielle Wohlstand, den du uns schenkst, nicht nur zu unserem Nutzen verwendet wird, sondern vor allem, um deinen Namen zu verherrlichen und dein Reich auf Erden zu erweitern. Mögen unsere Ressourcen Instrumente in deinen Händen sein, um andere zu segnen, Gerechtigkeit zu fördern und deine Liebe zu verbreiten. Wir sind dir zutiefst dankbar, Vater, für deine beständige Treue und Liebe. Möge unsere Dankbarkeit in jedem Aspekt unseres Lebens zum Ausdruck kommen, einschließlich der Verwaltung unserer Finanzen. Möge unser Herz immer bereit sein für Lobpreis und Dankbarkeit für all die Segnungen, die du uns gewährt hast. Herr, bitte lehre uns, unsere Ressourcen so zu verwalten,
dass es dir Ehre macht und denen um uns herum zugute kommt. Mögen wir kluge und großzügige Verwalter der Güter sein, die du uns anvertraut hast, sie verwenden, um das Gemeinwohl zu fördern und deinen liebevollen Charakter wiederzuspiegeln. Gott, wir bringen dir unser Verlangen, dass die Suche nach finanziellem Wohlstand nie zu einem Idol oder einer Ablenkung in unserem Leben wird. Möge dieses Verlangen uns noch näher zu dir führen und mit deinem göttlichen Zweck in Einklang bringen. Möge unsere Reise zum Wohlstand tief mit dem Verlangen nach einer intensiveren Beziehung zu dir verbunden sein, im Wissen, dass wir in dir den wahren Reichtum finden. Vater, leite uns, damit wir in jeder finanziellen Entscheidung zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit suchen, wie es in Matthäus 6, 33 gelehrt wird. Möge dieses Prinzip die Grundlage all unserer finanziellen Entscheidungen und Pläne sein. Im Vertrauen darauf, dass, wenn wir dies tun, alle anderen Dinge unsere Bedürfnisse und Träume gemäß deinem Willen und Timing bereitgestellt werden. Wir laden alle ein, darüber nachzudenken, wie unsere finanziellen Entscheidungen unsere Suche nach dem Reich Gottes widerspiegeln können. Wenn du göttliche Führung in deinen Finanzen wünschst, teile dies gerne in den Kommentaren mit Leite mich, Herr. Möge dies ein Versprechen sein, göttliche Weisheit in allen finanziellen Entscheidungen zu suchen. Himmlischer Vater, wenn wir das Jahr 2024 betrachten, tun wir dies mit erneuerter Hoffnung und lebhaften Erwartungen, im Vertrauen darauf, dass deine segnende Hand unsere finanziellen Reisen leiten wird. Wir flehen dich an, uns zu unerwarteten Chancen und Wegen des Wachstums und des Wohlstands zu führen. Möge dieses neue Jahr ein Meilenstein für bemerkenswerten Fortschritt, greifbare Segnungen und lebendige Zeugnisse deiner Treue in finanziellen Bereichen unseres Lebens sein. Herr, möge unser Vertrauen fest in dir verankert sein, dem soliden Felsen, auf dem wir unsere finanzielle Sicherheit aufbauen. Bei jeder Entscheidung möge uns bewusst sein, dass du treu bist, all deine Versprechen zu erfüllen und dass wir in dir eine unerschöpfliche Quelle der Hoffnung und des Vertrauens finden. Vater, wir erkennen an, dass der wahre Reichtum in deiner Gegenwart liegt. Möge unser größter Schatz die Erkenntnis von dir, dem lebendigen Gott, und die Suche nach deinem Willen und Zweck sein. Möge dieses Streben alle anderen überschreiten und unsere Anstrengungen und Träume lenken. Herr, während wir nach finanziellem Wohlstand streben, möge unser Herz gleichermaßen nach geistigem Wachstum und Nähe zu dir verlangen. Lass uns nicht nur auf materielle Segnungen konzentrieren, sondern vor allem nach einer tieferen und bedeutsameren Beziehung zu dir streben. Gott, wir sind dankbar für jede Geschichte deiner Versorgung und Fürsorge in unserem Leben. Mögen diese Glaubenszeugnisse dazu dienen, uns zu inspirieren und andere zu ermutigen, auf dich zu vertrauen und allen deine unvergleichliche Treue und Liebe zeigen. Vater, wir erneuern unseren Glauben und unser Vertrauen in dich, wenn wir in die Zukunft schauen. Wir sind voller Hoffnung und Erwartung für die Segnungen, die du für uns bereithältst. Möge jeder Tag eine neue Gelegenheit sein, deine Güte zu erleben und deine Hand in jedem Aspekt unseres Lebens zu sehen. Und wenn du nach göttlicher Führung suchst oder finanzielle Herausforderungen bewältigst, zögere nicht, dein Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Als Glaubensgemeinschaft sind wir hier, um einander zu unterstützen und unsere Anliegen und Freuden im Gebet vor den Herrn zu bringen. Mit Herzen voller Glauben und Hoffnung gehen wir mit unerschütterlicher Überzeugung in das Jahr 2024, in dem Wissen, dass Gott an unserer Seite geht, jeden unserer Schritte lenkt und unsere finanziellen Wege segnet. Mögen die Worte in Jeremia 29, 11, die uns versichern, dass Gott Gutes für uns plant und nicht Schlechtes, um uns eine hoffnungsvolle Zukunft zu geben, der feste Grund für unser Leben sein. Möge jeder Tag unter dem liebevollen Schutz unseres himmlischen Vaters stehen,
während wir unser Vertrauen in ihn legen, um uns zu unterstützen und zu leiten. Möge der finanzielle Wohlstand, den wir anstreben, von Weisheit und einem dankbaren Herzen begleitet sein, und möge uns bewusst sein, unsere Segnungen großzügig zu teilen, um so die Liebe und Güte Gottes in allem, was wir tun, zu reflektieren. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.